Schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt einen mini, mini, mini kleinen Food-Haul, weil so viel brauchen wir diese Woche nicht. Es ist heute auch schon Samstag. Also ich habe zwischendurch mal 3, 4, 5 Kleinigkeiten gekauft. Da hat es sich wirklich nicht gelohnt. Heute habe ich gedacht, vielleicht hänge ich da jetzt noch mein Wochenendessen. Also ich habe vor, Borscht zu kochen. Habe ich im letzten Food-Haul schon gesagt, glaube ich. Da habe ich schon frische rote Beete gekauft. Ja, und heute habe ich gedacht, fürs Wochenende wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wetter ist so mischig, ne? So, ach, heute ist eigentlich wieder relativ warm, vorgestern war es noch wärmer, aber so ab Nachmittag wird es kalt und ist es jetzt was für Suppe oder noch nicht so, aber irgendwie habe ich Lust drauf und die rote Beete muss verarbeitet werden. Also war ich bei Aldi, weil ich erst dachte, unser Edeka, da ist die frische Theke oder die Fleischtheke zu, bin aber noch mal doch zum Edeka, weil beim Aldi, beim Aldi gab es nicht genug Fleisch, Suppenfleisch. Und siehe da, es war sogar noch auf. Also manchmal ist da zu, manchmal ist da auf. Ich blick das irgendwie bei unserem Edeka nicht so ganz am Wochenende. Also zumindest war ich erstmal beim Aldi. Und da habe ich dann mitgenommen. Das war das Einzige, was es noch gab, das Suppenfleisch. -30%. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 23.10. haltbar, also es wird die Zeit. Kommt direkt gleich in die Suppe, in den Suppentopf. Dann habe ich mitgenommen einmal Haferkleie haben sie im Angebot für 1,39. Da habe ich meins, was ich von Seitenbacher hatte, habe ich auch in irgendeinem Foodhall schon gezeigt, fast verbraucht. Dann habe ich mitgenommen, was ich ja richtig gut finde, einen kleinen Weißkohl, weil so viel Weißkohl braucht man nicht. Meistens sind es ja mega Köpfe. Ja klar, für Kohlrouladen oder so brauchst du es. Aber schon, das ist so also eine Handvoll, das reicht mir völlig. Also, wenn es nicht sogar ein bisschen zu viel ist, mal schauen. Für den Borscht, also ein Borscht, wer das nicht kennt, ist so eine russische oder osteuropäische, nenne ich das mal. Es haben ja viele verschiedene Osteuropäer halt diese Suppe auch im Angebot, machen das jeder unterschiedlich. Also, ich mache das halt so, dass ich eben Weißkohl schneide. Karotten schneide, Kartoffeln schneide, deswegen Karotten habe ich noch. Kartoffeln habe ich aber mitgenommen, da haben wir unsere gestern verbraucht. Also Karotten, Kartoffeln, Weißkohl, rote Beete, Zwiebel. Das ist so das an Gemüse, was rankommt. Und dann halt Rindfleisch mit Knochen. Kannst auch mageres Fleisch nehmen, aber da hat man nicht so den Geschmack in der Suppe. So, und dann habe ich mitgenommen noch einmal eine frische Vollmilch. Meine, die ist fast leer. Und einmal Schmand. Ich hätte lieber saure Sahne gehabt. Gab es beim Aldi nicht. Und ich habe mitgenommen, da habe ich ein bisschen gezögert, ob ich das soll. Aber ja, es ist fränkisch, ist halt von uns, ne, also regional. Ein paar Erdbeeren für 2,99 €, 300 Gramm. Irgendwie hätte ich dann doch noch Lust mal auf so einen Erdbeerquark. Das war Ali. Er braucht dich da nicht. Dann habe ich gedacht, okay, weil Edeka einmal über die Straße rüber ist. Jetzt gucke ich dann ja mal doch. Vielleicht haben die irgendwie was in der Theke liegen oder so, was ich da benutzen kann, weil ich das jetzt so ein bisschen wenig fand. Das sind jetzt 400 Gramm. Finde ich jetzt für eine Suppe ein bisschen wenig. Und ja, ich hatte Glück. Da habe ich dann aber von der frischen Theke habe ich ein schönes Stück gepackt, mal aus, weil es mit Öl gemischt ist. Das hat natürlich ein bisschen mehr Geld. Kostet 7,59 €. Aber schaut ganz gut aus. Finde ich. Ich muss jetzt so Fleisch in die Kamera halten. Hätte ich sonst nicht gemacht, aber weil ich es eh gleich verarbeiten will. So. Ein schönes Stück Rindfleisch. So, habt ihr das mal gesehen? Okay, also, das war Edeka und dann wollte ich da auch nach saure Sahne gucken und dann habe ich nur diese gut und günstig. Irgendwie gab es die auch nicht in einer Bio-Variante. Vielleicht ist das gerade vergriffen. Komisch auf jeden Fall. Ja, also weil den Borscht nachher toppen, entweder mit Schmand oder saure Sahne. Ich finde saure Sahne fast noch besser wie Schmand. Und deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Und einmal Himbeeren. Die letzten habe ich eigentlich kaum gegessen. Da musste ich echt ein paar wegschmeißen. Zum
meiner Schande und habe gedacht, jetzt lasse ich es erstmal sein. Jetzt waren die aber für 1,49 im Angebot und habe gedacht, jetzt mache ich das wirklich in den Quark. Boah, jetzt habe ich gerade einen Schreck gekriegt, aber es war nur meine Katze. Ich mag das nicht, wenn auf einmal die Türen aufgeht und ein Schätzelein oder irgendjemand kommt rein und ich bin hier am Reden oder so. Aber das ist nur. Bist nur du, gell? Ja, denkst auch mit dem So, und dann habe ich konnte es nicht liegen lassen. Ich habe noch ein paar Honigmelone mitgenommen. Die letzte, die ich gezeigt hatte, habe ich auch gegessen. Ja. Oh. War jetzt nicht so lecker, ne? Aber ich habe sie gegessen. Ich hoffe, dass die schaut auch ein bisschen, also die ist ein bisschen dunkler, also dunkleres Gelb, dass die mehr Sonne abgekriegt hat, dass die einfach ein bisschen leckerer schmeckt. Ich hoffe es. Und ja, Kartoffeln hatte ich ja da mitgenommen und die waren jetzt für 1,50 im Angebot. Ackergold und das Mehlkochende, die sind auch mal ganz gut für Kartoffelbrei. Und für 1,50 auf Vorrat. Ich habe ja nächste Woche so circa genau eine Woche Geburtstag und da muss ich eh mal schauen, was wir da machen, wie wir das machen. Eigentlich hatte ich ja gedacht, wir gehen essen, aber mit meinem Arm, ich habe immer noch arg Schmerzen. Mitunter, also nicht so gerade stehen, da sehe ich auch so wäre es eigentlich normal. Wie hängt das auch runter? Ja, egal. Also ich, na egal nicht, aber ich war eben, habe ich ja glaube ich im letzten Video erzählt, dass ich also eine Manschette gekriegt habe zur Unterstützung. Die brauche ich auch ab und zu noch. Aber nicht mehr so arg. Also jetzt kann ich stehen, ohne dass es kribbelt. Aber wenn ich mich vorbeuge oder lange sitze, ist es unerträglich. Jetzt hat sich ja anrufen müssen beim Orthopäden letzte Woche, oder Anfang dieser Woche. Ja, hörst mir zu auch, ne? Und dann haben die gesagt, ja, nee, dann können wir leider nichts machen, müssen den Termin beim Neurologen ausmachen. So steht es da bei uns in den Akten. Ja, toll. Habe ich dann einen Termin ausgemacht für den 6. November, sind also plus 3 Wochen. Ja, und was soll ich machen in der Zeit? Schmerzen haben halt. Eieiei, naja, so ist es halt gerade mit den Fachärzten. Gut, das war jetzt dieser kurze Heul. Jetzt beende ich das und bereite das andere vielleicht mal so vor und dann nehme ich euch sehr wahrscheinlich mit, wenn es funktioniert. Bis dann. So, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Ich habe mir einen großen Topf genommen und habe da jetzt Wasser. Das bringe ich jetzt ja, erstmal nicht zum Kochen. Soll nicht kochen, soll nur warm werden. Erstmal. Mal zur Seite. Ich habe da mein Fleisch, ich habe da die rote Beete geschnitten, Quatsch, geschält und grob mein Gemüse, also so Karotten, eine Paprika, die weg muss, habe ich gedacht, und zwei, drei Kartoffeln, Zwiebel und der Weißkohl. Weißkohl weiß ich noch nicht, ich habe hier auch noch ein bisschen Weißkohl. Mal schauen, wie viel das nachher wird. Das wird auch kleiner geschnitten. Aber ich will nicht, dass das jetzt irgendwie braun oder welk wird. So, jetzt ist es fast vorm Kochen. Und jetzt gebe ich einfach mal das Fleisch hinzu. Ich putze es da einfach rein. Da muss ich jetzt mit Kamera halten. Das war schwierig, aber ich krieg's hin. Moment. An die Seite mal, jetzt fast ein bisschen viel Wasser. Da noch Gemüse reinkommt, dann werde ich wohl vielleicht ein bisschen was abschöpfen noch. Moment. Dann nicht irgendwie in die Kamera oder so. Ich wollte jetzt eigentlich mit so viel Wasser. Ich schöpfe jetzt da mal ein bisschen was ab. Weil sonst habe ich keinen Platz für mein Gemüse nachher mehr. Eine Kelle noch. So. Moment, ich schwenke mal ein bisschen. Den Herd ein bisschen wischen. Ja, das lasse ich jetzt ein bisschen köcheln, beziehungsweise
Ich möchte immer dann mit meiner Hand oder die Kamera. Werde ich jetzt noch ein bisschen Salz hinzugeben. Erstmal so eine Prise, das muss ich nachher eh abschmecken. Nicht wert. So. Und ja, das lasse ich jetzt erstmal aufkochen. Das sieht schon, das fängt schon ein bisschen an zu kochen. Und wenn es ja richtig kocht und schäumig ist, dann nehme ich dich da wieder dazu. Jetzt siehst du, dass es langsam kocht und dieser Schaum da aufsteigt. Das werde ich jetzt entsorgen, also abschöpfen. Dann habe ich in der Zwischenzeit mir schon eine Pfanne zurecht gelegt, hingestellt mit etwas Rapsöl. Da werde ich gleich das Gemüse, wenn es klein geschnitten ist, anbraten. Jetzt aber erstmal kommt da der Schaum weg. So. Kommt bei mir direkt ein Ausguss. Einmal so das Grobe und dann. Ah, jetzt fängt es natürlich ein bisschen an zu beschlagen. Und jetzt nehme ich das Feine hier auch noch ein bisschen weg. Nicht so viel, weil die Flüssigkeit will ich ja weitgehend erhalten für meine Suppe. So schaut schon ganz gut aus. Ich denke, dass da jetzt der Schaum, also das ist ja das austretende Eiweiß, was diesen Schaum bildet. So, ich denke, das ist jetzt okay. Jetzt gebe ich da meine rote Beete rein, ganz vorsichtig, normalerweise mit Küchengeräten. So. Und du siehst schon, das verfärbt sich hier schon leicht und das ist das, was ja der Borscht ausmacht, dass es eine richtig schöne rote Farbe ergibt. So, und das Ganze stelle ich jetzt ein bisschen runter, so auf 6. Zwischen 5 und 6 und mache ich den Deckel drauf und das kann jetzt eine gute Stunde jetzt so vor sich hin köcheln und in der Zwischenzeit wird das Gemüse weiter verarbeitet. Eine gute Stunde ist jetzt rum. Wie du siehst, ist es deutlich geröteter. ja, schaut besser aus. Mir war das einfach nicht rot genug und da ich ja noch zwei größere rote Beete da hatte, habe ich gedacht, ich verbrauche die jetzt da einfach und tue sie mit rein. Und zumindest, dass die Farbe, also dass die Farbe angenommen wird. Und ja, schaue ich später, ob ich die alle verwenden will. Ich werde jetzt die Kartoffeln, die habe ich halt im Wasser gehabt. Die will ich jetzt abgießen, also wird nicht gekocht, nur im Wasser. Der Topf war halt gerade noch da. Schnell ausgespült, kannst auch eine Schüssel reintun, dass das nicht, dass sie nicht braun werden. Und ich das einfach mal raus, weil die kommen jetzt direkt in die Suppe mit rein. So. Habe ich Kartoffeln, die kochen, das ist mein Abendessen oder unser Abendessen. Das andere dauert zu lange. Ich glaube, das Fleisch ist da, braucht noch länger wie eine halbe Stunde. Und von daher gibt es gleich Kartoffeln bzw. Bratkartoffeln mit Spiegelei schnell heute Abend. Ja, so, dann kommt jetzt das Kraut hinzu. Das ist voll. Oh je. Dann meine Lorbeerblätter. Vielleicht so ein paar, 3, 4 Stück. Und ein paar. Ja. Oh, ich kriege jetzt nicht auf. Moment, ich muss dich irgendwo hinstellen.
Sorry. Ups, so wieder da. Ja, jetzt nehme ich noch ein paar Hörer. Keine Ahnung, ich zähle das meistens nicht so ganz. Ich mag es bisschen pfeffrig. Also kommen die noch dazu. Und hier ist das Gemüse. Das hat jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde vor sich hingeschmort. Das kommt jetzt ebenfalls mit in die Suppe. Gucken, ob ich das jetzt so hinkriege. Eher weniger. Ob ich es gekippt kriegt. Einer. Ja, das rutscht. Das geht schneller. Genau. Und dann kann ich den gleich benutzen für meine Spiegelei. So, genau. Das ist jetzt alles, was in der Suppe drin ist. Und das lasse ich jetzt auf jeden Fall eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch länger. Also das Fleisch muss ich halt dann auch vom Knochen schon lösen können, sonst ist das Fleisch zäh und schmeckt nicht. Also das dauert noch. Jetzt sieht das Fleisch so aus. Also jetzt sind es insgesamt 2 Stunden rum. Ich habe das schon angefangen, klein zu schneiden. Das, was ohne den Knochen war. Das, was da im Knochen war, habe ich jetzt runter. Das ist recht fettig, aber für Schätzelein, der mag das halt. Ich mag es nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit ich das jetzt runterschneide. Die Suppe schaut jetzt so aus. Habe schon probiert. Super, super lecker. Das sind die rote Beete. Das wird jetzt noch gerieben. Sagen wir, das ist noch sehr fest. Kann man reiben und kommt dann in die Suppe wieder zurück, zusammen mit dem Fleisch. Ich denke, das werde ich morgen machen, denn jetzt ist es schon kurz nach 8 und also kurz auf 20 Uhr. Und ich lasse das jetzt einfach alles ein bisschen ruhen und dann geht es morgen final weiter. So, Suppe ist fertig. Hat jetzt noch mal eine Stunde geköchelt. Ich hoffe, das Fleisch ist jetzt weich. Ich habe jetzt noch nicht probiert, aber ich habe wahnsinnig Hunger. Habe mir da auch schon meinen Teller zurechtgelegt, zurechtgestellt und schon ein bisschen mit Schmand verfeinert. Und das lasse ich mir jetzt schmecken.